Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem coolen Champion in einem A bis Z und zwar ist das Varus. Varus ist mega mega geil, er ist als ADC allgemein bekannt, das heißt du kannst ihn auf der Botlane spielen oder als AD Sniper in der Midlane, um ein sehr sehr gutes Siege-Team aufzubauen. Wenn jetzt jemand sagt, Mike, warum spielst du ihn nicht auf die Lane, wo er gehört, dann meiner Meinung nach, weil er mehr in die Mitte gehört, finde ich. Es gibt, wenn man ihn in der LCS irgendwo sieht, dann gerne mal in der Mitte, wenn wirklich die Leute versuchen wollen zu groupen. Und in diesem Video will ich über seinen Kit, über seine Fähigkeiten, über seine Runen und Masteries sprechen, während wir hoffentlich ein cooles Gameplay haben werden. Ich muss jetzt, wie es aussieht, gegen einen Brand ran. Das heißt, Long Range gegen Long Range. Eigentlich könnte ich dieses Duell gewinnen. Ich habe schon ein paar Mal Varus Mitte jetzt gespielt und normalerweise mit Corrupting Potion gestartet. Hat aber nicht so das Gefühl, dass ich die Mana-Probleme unbedingt habe. Ja, es geht natürlich um einen extra Brandeffekt, aber ich wollte jetzt mal Langschwert probieren. Extra 10 Damage heißt natürlich mehr Snipen. Und euer allererster Snipe sollte immer dann kommen, wenn die Minions aufeinandertreffen. Natürlich nicht getroffen, aber es kann immer schon der erste entscheidende Poke sein. Das ist wichtig, das macht auch einen... Ja. Dann hat er vielleicht noch die größere Range. Treffer. Ah, was tut mehr weh? Oh. Jetzt müssen wir beide hier rumdancen, wie es aussieht. Ja, ein bisschen weniger Cooldown wahrscheinlich. Ups. Ich würde ehrlich gesagt gleich fighten. Weil der Vorteil, den Varus hat, ist auch noch der, dass er... Oh! Es trifft! Das kann doch nicht wahr sein! Okay, jetzt aber. Auch nicht! Ja, man sollte bei diesem Pick definitiv ein bisschen Zielwasser mit trinken. Ups. Ups. Wir kriegen ihn noch, keine Sorge. Keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Alles gut. Diesmal habe ich ihn getroffen. Mana-technisch, okay. Ich merke doch, jetzt in dem Game davor zum Beispiel, was ich ausprobiert habe, da hat es sich nicht so angefühlt. Oh, da kommt der Nock. Da kommt direkt der Nocturne. Und wir verstecken uns hier hinter der Wand. Damit wir ihn wieder snipen können und wir treffen. Versteckt euch immer hinter der Wand. Das ist genau das Verhalten, was auch ein Xera zum Beispiel, wie gesagt, machen würde. Ja, es kann sein, dass der noch, ja, noch von hinten kommt. Da kommt er auch. Ha! Frisst das! Komm schon, Hikarim! Komm schon, Hikarim! Er geht immer noch rein? Oh, da habe ich keine Ahnung, ob er es schaffen wird. Oder ist das der Double Buff für mein Dude? Passiert. Ich habe das in letzter Zeit nur leider relativ häufig, dass sowas passiert. Ich freeze das die ganze Mal hier ein bisschen. Ich habe noch nicht genug Money. Oh, erwischt. Oh, ich bin davon ausgegangen, dass er keinen Flash hat und ich habe wohl recht gehabt. Die hat drauf geflasht. Er wollte greedy noch den Freeze brechen. Hat sich dabei selber was gebrochen. Vorsicht, Wortspiel. Ich glaube, die lasse ich schnetzeln. Ich glaube, die lasse ich schnetzeln, damit es nicht zu sehr gegenpusht, damit es noch relativ... Na gut, es pusht leider trotzdem etwas gegen. War nicht optimal, ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Ein Trank zu viel, ich nehme lieber ein Pinkboard. So, ja, Varus, das hat schon mal gut angefangen. In den Masteries laufe ich 18-12-0. Noch mehr Poke im Deathfire Touch. Jeder Speer tut einfach umso mehr weh. Das kann ich euch nur empfehlen.
In den Ruhen habt ihr Lethality. Oh, es war so schlecht ausgepusht. Aber der Brand läuft auf the top. Guter Dodge. Sie hat das Magische. Sie kriegt ihn. Es kann nicht sein. Und jetzt heißt es wahrscheinlich neuer Champion komplett OP. Ups. Na gut, wenn sie roam geht, dann kann ich das auch. Botlane, vielleicht gibt's da was. In den Ruhen Lethality, wenn ihr habt. Ansonsten Flat AD. Ich habe da jetzt, glaube ich, zum Beispiel in Rot Lethality und in den Quinz habe ich AD. Fuck! Warte mal! Red Buff und so? Team! Team! Okay, sie nehmen sich den Alistar. Und den Nocturne. Okay, dann krieg ich noch einen Support, oder? Fuck! Fuck, 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 fuck! Ich hätte dann direkt umdrehen sollen auf Nock, weil ich habe auch zu lange gezögert. Ich hätte es auch besser spielen können. Die Frage ist jetzt eigentlich, ob mir Schuhe gegen Brand. What a game! Geht schon mal gut los. Brand Flash. Let's kill him. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe noch 10 CS mehr als er. Es ist jetzt hier ein crazy game, aber es passt. Wenn ihr Varus spielen wollt, das ist wichtig. Er ist nicht gut im Solo-Queue. Er ist sehr gut im 5v5, wenn ihr mit euren Freunden ein Siege-Game spielen wollt. Oh, nicht genug Attack-Speed. Fuck. Er wird zu leicht gegankt. Er hat Mage-Counter. Holy moly! Ich tue langsam weh! Woo! Er ist low. So, ansonsten klärt ihr einfach die Wave. Och nö! Oh mein Gott! Okay, mehr geht nicht, Team. Ja! Fuck this shit! Stop gank me! Wenn das nicht close war, wenn jetzt der Top-Laner kommt, ich muss noch eine Wave fahren. Wuhu! Das war close. Das war close. Zum Glück bin ich relativ schnell weggelaufen. Also, beziehungsweise Brand war schon vorher weggezoned. Dadurch kam erstmal nur der Nocturne. Der Nocturne ist nicht gefährlich. Später wird der Nocturne mich direkt killen. Also ich werde jetzt schon keinen Spaß mehr haben gegen Nocturne. Das weiß ich jetzt schon. Aber bis jetzt läuft es noch einigermaßen. Also Rune und Masteries haben wir. Wenn nicht, schaut nochmal in die Beschreibung. Kommen wir jetzt zu den Fähigkeiten. Varus Passive besagt, wenn er einen Minion killt, bekommt er 20% Attack-Speed. Wenn er sogar einen Champion killt oder halt Assist hat, bekommt er 40% Attack-Speed. Und das jeweils für 5 Sekunden. Also zusätzlicher. Also oft zum Beispiel in der Lane ist das gar nicht so bad. Wenn man dann, ups. Ist da noch jemand? Nee. Brand. Okay, so. Wenn man dann zum Beispiel fighten will, killt einfach erstmal einen CS und geht dann in den Fight. Weil dann habt ihr einfach mehr Attack Speed, könnt mehr Auto-Attacks bringen. Ist logisch. Oh wait, Bot fightet immer noch? Okay. Ja, dann hole ich den Brand lieber. Nicht getroffen. Man hört das immer, wenn man jemanden trifft. Die Kuhfähigkeit von Varus ist dieser Pfeil, den ihr spannen könnt. Während ihr den Pfeil spannt, seid ihr verlangsamt um 20%, um genau zu sein. Fuck you!
Der Brand hat rausgeholt, aber er musste flashen. Er musste flashen und er verpasst den Farm. Aber, ihr Lieben, wo ist der Nocturne? Ich versuche nicht in Sicht zu sein und einfach zwei... War das in Sicht? Aha, hat sich nicht für meinen Lane entschieden. So, also ihr werdet langsamer, während ihr diesen Pfeil spannt, aber je länger ihr ihn spannt, desto mehr Schaden macht ihr. Das ist halt euer Snipe, so gesehen. Beim Cooldown Reduction Boots auch sehr wichtig, auf dem Snipe, das ist eigentlich euer Core, Träne, Cooldown Reduction Boots und Jummus. Das versucht ihr zuerst zu bekommen, damit ihr so oft wie möglich snipen könnt, schon ein bisschen Durchdringung habt und Abklingzeit natürlich und die Mana, also alles um zu snipen. Die Fähigkeit von Varus hat zwei Passiven. Erstens, eure Outtakes machen zusätzlichen Schaden. Das ist schon mal ganz cool, auch wenn man ihn dann als ADC spielt. Und zwar macht es aber zusätzlichen magischen Schaden. Das ist vielleicht noch wichtig. Und die zweite Passive ist, dass jedes Mal, wenn ihr einen Outtake auf den Gegner bringt, kriegt er so einen Kreis um sich. Zum Beispiel hier. Ihr seht es. So, je mehr er von diesen Markierungen besitzt, und ihr dann eine Fähigkeit auf den Gegner macht, löst ihr diese Markierung aus und ihr macht pro Stack, man kann drei Stacks maximal haben, Treffer. Man macht pro Stack prozentual True Damage, ne, warte mal, von Max Health, so, das Wort habe ich gesucht. Das ist auch das, was mit AP skaliert, also ihr könnt quasi, wenn ihr AP Varus spielt, wurde auch schon mal gesehen, habe ich selber auch mal gespielt, könnt ihr bis zu 15% Damage von Max Health machen. Guck mal, wie schnell er auspusht, ne? Jetzt guck ich kurz, der Brand Hakane ist nicht mehr da. Ich glaube, er rotiert auf die Bot. Ich versuche damit zu folgen. Ja, die Bot macht es schon so. Da ist der Brand. Der war shoppen oder wo war der? Keine Ahnung. Okay. Die E-Fähigkeit ist der Pfeilhagel. Treffer. Ist das hier? Das ist auch ein kleiner Poke. Gegner, die da drin sind, werden verlangsamt und deren Heilung ist reduziert. Kriege ich den Blue? Danke. Oh, das hat sie noch erwischt! Das hat ihn auch erwischt. Es ist einfach so krass, das Midgame von Varus, Leute. Okay, er kommt wahrscheinlich noch weg. Ich habe mich schon gefragt, wann er umdrehen wird. In der letzten Sekunde ist er noch umgedreht. Ein Kill, ein Assist, 2-1. Wir können uns unser Jummus leisten. Das ist awesome. Jummus hilft euch, Ganks zu entkommen. Weil man spielt Varus eigentlich, muss man auch noch dazu sagen, mit Flash und Ghost, damit du insgesamt mobiler wirst. Aber da es Blind Pick ist, ich wusste nicht, spiele ich jetzt gegen Talon, gegen irgendeinen Assassin, habe ich mich für Exhaust entschieden. Und deswegen, Jummus hilft euch, es gibt euch nochmal diesen kleinen Speed, diesen Schub, dass ihr besser kiten könnt. Varus an sich hat auch eine recht hohe Auto-Attack-Range. Ist auch wichtig. Und ja. Also, Q-Snipe, W extra Schaden, wenn ihr vorher Auto-Attacks macht und dann eine Fähigkeit noch mehr Schaden. E-Fähigkeit, der Slow-Boden, der noch die Heilung reduziert. Ups. Und last but not least, die Ultimate. Die ist ebenfalls sehr geil. Denn die Ulti besagt, dass ihr jemanden festhaltet, rootet an der Position. Wenn ihr sie trefft und diese Ulti breitet sich von diesem Punkt aus und rootet auch nochmal die Ziele, die... Okay, Thresh kriegt den Kill, aber das passt.
Lass uns hier reingehen, Guys. Ich hätte vielleicht da schon ultien können. Ja, mit dem Jumus kriegst du mal so einen Speedboost, wo dann die Leute auch plötzlich überrascht werden, dass du doch dann irgendwie rangekommen wärst. Es wäre wahrscheinlich eine Max-Range-Ulti gewesen. Vielleicht hätte sie auch nicht getroffen, aber auf jeden Fall wolltest der Dude gar nicht erst riskieren. Guck an, wie das weh tut. Das tut schon so weh. Genauso muss man spielen. Schön mit Ashe. Ashe ist ein super ADC, um mit zu siegen. Das passt. So, da habt ihr die Ulti gesehen. Also ihr schießt quasi diesen fetten, diese fetten Tentakel, wollte ich schon fast sagen. Und die halten einfach den Gegner fest. Jetzt, wo Nocturne's Ulti raus ist, bin ich ein bisschen mutiger. Getroffen. Er ist geroutet. Wichtig bei der Ulti ist noch, dass sich die Stacks, die ihr mit Auto-Attacks auf den Gegner bringt, diese hier. Er hat jetzt 3 Stacks, jetzt mache ich prozentual Damage und ich finish ihn. Und auf jeden Fall, während der Gegner von der Ulti getroffen ist, sammeln sich die Stacks auch pro Sekunde. Schade, nicht getroffen. Das heißt, im besten Fall macht ihr 3 Auto-Attacks, eine Fähigkeit, Ulti, dann die E, also noch eine Fähigkeit. Dann könnt ihr nochmal 3 Auto-Attacks machen und am Ende quasi nochmal den Q. So habt ihr sehr hohen Damage-Output. Die Reichweite ist so genius. Da wurde hier schon gesweepert. Ob er mir den lässt? Er hat noch keine Ulti, deswegen gehe ich direkt rein. Was für ein Knock auf mich kommt. Ich glaube, ich kann noch besiegen. Ich habe Exhaust. Er wird schon mal gedamaged. Sie geht rein, sie geht raus. Ah, der Champ ist cool, genau. Da geht sie doch noch rein am Ende. Dann lass uns über den Brand holen. Ja! Ich bin RIP. Ah, ich bin RIP. RIP-Roni. Aber wir haben den Nocturne noch bekommen. 437. Winions in der Mitte hin. Kriegen wir den Tower? Klopf, 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 klopf. Ah, wird schwer. Ah, guck mal, der hier. Der wird nicht gefokust. Dann drückt doch Druppe. Oh mein Gott. Boah. Knapp. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt baut man das hier aus. Und einen Last Whisper, zumindest schon mal die Vorstufe. Jetzt könnte man sogar noch einen Death Stance gehen. Oder einen Hexdrinker. Wenn man Hexdrinker braucht, ich meine, eigentlich brauche ich es nicht in diesem Spiel. Deswegen lasse ich mal den Hexdrinker weg. Top Lane wird auch gesieged. Das Gang sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich überlege gerade, was es noch zu Varus zu erzählen gibt. Er ist halt wirklich nicht wirklich für Solo-Queue geeignet. Da er sehr, sehr, sehr anfällig ist auf alle Art von Assassinen und Bruisern. Hikarim, Fizz, Nocturne. Eigentlich, okay, der Nocturne ist jetzt super behind, aber normalerweise habt ihr kein schönes Game. Und der gegnerische Mage, der Control Mage. Ihr könnt natürlich auch mit
Es ist nicht so, dass ihr mit Varus jetzt nicht gewinnen könnt. Ich habe auch schon Games in ihm gewonnen. Auch im Rank. Aber er ist im Prinzip nicht so zu empfehlen wie eine Ahri. Also. Ihr versteht das schon. Muss ja auch serious bleiben. Ne? Okay. Ich hab Ulti. So, Fähigkeit, Auto-Attack noch. Ah, ich wurde gestunt. Hat der Ulti? Oh! Oh! Nur nicht von der Q getroffen werden. Ja, Mann! Er lebt! Haha, 5, 3, 10. 9 Sekunden, bis die Q lebt. 4, 3, 2. Ja! Damage! Okay! Das war Varus. Wer Lust hat zu snipen gegen einige Matchups, ist das echt cool. Ich glaube, bei Brandon Varus ist es so, wer mehr trifft, gewinnt. Damage Graph, da sehen wir es nochmal, wie viel Schaden tatsächlich so ein Varus anrichten kann. Ne? Also es ist schon echt ein funny Champ, aber meiner Meinung nach ein leichter Buff vielleicht, dann sieht man ihn wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Euer Mr. McBee. Macht's gut.